Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tristalk. Heute ein Thema, was ich mir sogar aufschreiben musste, weil es einfach so viel ist, was in meinem Kopf war, was auf Papier musste, um es dann noch in diese Kamera zu bringen. Und das Thema ist nämlich meine Skoliose bzw. mein Morbus Scheuermann. Da ich jetzt keine richtige Diagnose hatte, kommen wir da gleich nochmal drauf zu sprechen. Direkt nach dem wunderschönen Intro. Bis gleich. So, fangen wir erstmal mit meiner Vorgeschichte kurz an. Und zwar, ich habe mit etwa 15 Jahren mit meiner Berufsausbildung angefangen. Zu dem Zeitpunkt war auch noch alles okay. Also keine Rückenprobleme, keine Rückenschmerzen. Halt nur ab und zu mal, was halt ganz normal ist, wenn man mit handwerklichen Sachen zu tun hat, Sachen rumheben muss. Und das war halt da auch jeden Tag so, dass man halt viel rumtragen musste. Da habe ich mir auch nicht wirklich viel bei gedacht. Einfach so gedacht, jo, ist normal, ist bei jedem Beruf so. Aber circa nach meinem ersten Ausbildungsjahr merkte ich dann, dass sich irgendwas veränderte. Also meine Schultern zogen sich nach vorne, leicht, also man sah es nicht direkt, aber wenn ich jetzt nichts drumherum hatte, dann hat man halt gesehen, dass sie ein bisschen nach vorne gegangen sind und ich bekam auch so eine leichte Haltung nach vorne. Da habe ich mir aber auch nicht wirklich viel bei gedacht. Ich bin auch nicht zum Arzt damit gegangen. Ich habe halt einfach gemeint, ja, keine Ahnung, irgend so ein Wachstumsschub ist da halt falsch gelaufen, deswegen bin ich jetzt ein bisschen nach vorne. Hatte auch nicht wirklich viele Schmerzen dabei, also alles noch im Erträglichen. Nach ein paar Monaten dann wurden die Schmerzen aber immer schlimmer und der Rücken auch immer krummer. Und deswegen nahm ich das dann zum Anlass, dass ich das erste Mal zu einem Orthopäden, also so wie er sich selber nannte, gegangen bin. Und dieser sagte mir dann genau diesen Satz, Gott hat dir gegeben, du musst damit leben. Das war der Satz von dem guten Mann. Das war für mich dann der Anstoß von wegen, go fuck yourself, und ich bin halt einfach weiter arbeiten gegangen, habe dann Ibuprofen 400 in meinen Körper reingeballert bis zur Besinnung. Also da war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon so um die 6 Ibos morgens, so die erste Tagesration, damit ich halt überhaupt zur Arbeit gehen konnte und fröhlich weiterschaffen konnte. Und das Ganze spitzte sich halt später immer mehr zu. Zudem will ich euch jetzt kurz mal die ersten Bilder zeigen. Also die sind jetzt hier momentan eingeblendet, die halt bei diesem guten Orthopäden bzw. Scheißorthopäden gemacht worden sind. Da war es schon zum Zeitpunkt sehr heftig. Man hat schon sehr stark die Krümmung gesehen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Prozent das sind. Vielleicht könnt ihr das da irgendwo ablesen oder kennt euch damit besser aus. Weil ich sehe es auch immer wieder in Internetforen, habe ich mich ja früher auch sehr viel schlau gemacht, dass halt viele Leute sagen, ich habe so und so viel Prozent Krümmung, ich habe so und so viel Prozent Krümmung. Mir war das eigentlich immer egal, weil ich nicht damit irgendwie rumheulen wollte, ich habe 50% Krümmung, sondern einfach nur, da war eine Krümmung, die war vorhanden, dagegen musste man irgendwas machen und zu dem Zeitpunkt wusste ich halt noch nicht, dass man das Ganze halt auch operieren lassen kann. Das ging dann auch immer so weiter, bis halt mein Husten, der sich durch meine wunderbare Angewohnheit des Rauchens ein bisschen morgens so herausgeschlichen hatte, sich leicht rot verfärbte. Das war der Zeitpunkt, in dem die Ibuprofen, die ich extrem viel zu mir reingeschoben habe, anfingen, meinen Magen zu zersetzen und auch meine Lunge zu zersetzen und, lauter tolle Sachen, die halt Ibuprofen im Übergenuss machen. Falls ihr selber diese Dinger nehmen solltet, also Ibuprofen oder Iboflam, halt diese typischen Schmerzmittel, würde ich euch dringend empfehlen, davon weniger zu nehmen oder halt irgendein Schmerzmittel auszuweichen, was jetzt nicht so heftige Nebenwirkungen hat wie Ibos. Weil das ist ja so eine fast schon Allgemeinheits-Medikaments-Scheiße, die halt jeder nimmt, wenn er irgendwie mal Kopfschmerzen hat oder es geht ihm nicht so ganz gut, dann wirft er sich halt mal eine Ibo rein. Und so hat das bei mir halt auch angefangen, bis es halt dann irgendwann extrem geworden ist. Zu dem Zeitpunkt, wo ich dann angefangen hatte, rot zu husten, habe ich dann den nächsten Orthopäden aufgesucht, der diesmal wesentlich kompetenter war und auch wesentlich freundlicher und auch gesehen hat, da ist irgendwas, da kann man irgendwas gegen machen. Und er kannte sich halt mit dem Gebiet schon ein bisschen besser aus, weil er auch vorher schon Patienten hatte, die halt diese Art von Krümmung schon des Öfteren mal vorgewiesen, nachgewiesen, der Satz ist sinnvoll, hatten halt. Und deswegen hat er mir halt auch gesagt, dass man das Ganze operieren lassen könnte. Und das war halt für mich das erste Mal, dass ich halt gehört habe, hier Junge, da gibt es irgendwas gegen, eine OP, die ist zwar wohl nicht so toll, wusste ich von vornherein schon, weil da wird irgendwas am Rücken gemacht und du wirst begradigt, dass sich das angenehm anfühlt, ist fraglich. Also es war auf keinen Fall so, dazu kommen wir gleich nochmal zum Sprechen. Und zu dem Zeitpunkt wurden halt nochmal Röntgenaufnahmen gemacht, die ich euch jetzt gerne nochmal kurz zeige. Auch hier sieht man wieder, es hat sich ein Ticken weiter zugespitzt, die Krümmung ist noch ein bisschen schlimmer geworden, aber wirklich mehr Schmerzen wurden es im Prinzip nicht. Die sind eigentlich immer gleich geblieben von dem einen Zeitpunkt von den ersten Röntgenaufnahmen her, halt auch eine Zeit davor, aber so von dem Schmerzpensum ist es eigentlich immer dasselbe geblieben, bis auf der Bluthusten, der irgendwann eingesetzt hatte. Nun jetzt nochmal kurz auf meine OP zu sprechen. Es war angedacht, die Operation so schnell wie möglich zu machen, weil der Arzt sagte, dass meine Lungenflügel, wie man es halt eben auch auf den wunderschönen Bildern gesehen hat, schon sehr eingequetscht waren. Die sahen so ein bisschen aus wie Jelly Beans.
Deswegen bekam ich auch wenig Luft. Das könnte auch der Grund von dem roten Husten gewesen sein, dass die Lungen sich halt einfach nicht mehr entfalten konnten und deswegen überall in den Seiten so Blutgerinnsel hatten, die halt irgendwann rausgeflogen sind. Deswegen wurde mir dann halt auch klar, die Operation muss sein, aber zuvor beendete ich dann zum Glück noch meine Berufsausbildung erfolgreich und konnte dann zur Operation gehen. Zuerst musste ich dann aber erstmal im Internet herausfinden, wo kann man sich überhaupt operieren lassen und welche Klinik ist da die beste, und das habe ich dann auch getan, nur das Problem war, ich kam halt nicht zuerst auf die richtige Klinik, deswegen bin ich zuerst zum DRK Schmerzzentrum in Mainz gefahren mit meinen Eltern zusammen. Dort wurde mir dann auch nochmal klar gemacht, Junge, da ist nichts mehr mit, keine Ahnung, irgendwas Orthopädischem, ein bisschen Schwimmen oder so ein Spaß. Das muss auf jeden Fall operiert werden, und das war für mich halt dann nochmal definitiv ein Anstoß, zu sagen, die OP muss auf jeden Fall sein. Die hatten mir dann auch noch 3 Adressen gegeben von verschiedenen Krankenhäusern, die halt diese Operation durchführten und halt auch dafür ordentlich Ärzte hatten, die das machen. Und dafür hatte ich mich dann im Endeffekt fürs SRH-Klinikum entschieden. Nebenbei, wenn ihr diese Adressen haben wollt, die sind unten in der Videobeschreibung drin, wo ich mich halt operieren lassen hatte und wo ich vorher war, also bei der DRK. Zu meinem ersten Vorstellungstermin dort zu sagen, ist eigentlich nur kurz, wenn ihr da auch hingehen sollt und ihr habt da den Herr Dr. Ruf vor euch sitzen, wundert euch nicht, dass dieser Mann so kalt ist wie Trockeneis. Ich glaube, der hat schon so viele Menschen aufgeschnitten und wieder zusammengesetzt und ummodelliert, dass der Typ ganz schön away from the body ist mit seinem Kopf. Also nicht wundern, wenn er irgendwie so Sätze sagt wie, wir können dabei sterben oder diese Operation ist sehr heikel. Lasst euch davon nicht irgendwie aus dem Konzept bringen, diese Operation durchzuziehen. Wenn ihr das für euch selber wollt, dann macht das auf jeden Fall. Es ist ja auch wichtig für jeden, wenn er diese Erkrankung hat oder eine ähnliche Erkrankung, die halt mit der Wirbelsäule was zu tun hat, und er sollte dahin gehen, daran festzuhalten, was er halt da will. Und das ist für sich selber, seine Gesundheit wieder zurückzuholen. Und ansonsten sei noch zu sagen, bei dem ersten Termin, den man halt da hat, wird man halt vermessen, man bekommt eine Blutabnahme. Dann war halt noch so typische Fragen wie irgendwelche Erbkrankheiten in der Familie, ob die vorliegen. Ansonsten, der erste Termin war eigentlich wirklich nur dafür da, die Klinik kennenzulernen und dann den Termin für die Operation festzulegen. Dies hatten wir dann auch innerhalb von, ich glaube, 2 Stunden direkt gemacht. Aber reden wir jetzt lieber mal über den Termin, der halt dann auf mich zukam, was, glaube ich, für jeden, der vor so einem großen Schritt steht, ein ziemlich großer Termin ist, weil man halt weiß, entweder geht's gut oder es geht nicht gut, aber macht euch besser nicht so Gedanken über das Nicht-Gut-Gehen, auch wenn ich jetzt eh weiß, wenn du sowas hast, dass du dir sowieso so Gedanken machst, genauso wie ich das früher gemacht habe. Aber versuch diese Gedanken lieber klein zu halten und konzentriere dich eher auf die Sache, die danach kommt, nämlich ein schöneres Leben. Das würde ich jetzt auch als Anschluss nehmen, nämlich über meine Operation bzw. darüber zu reden, wovon ich mich überhaupt noch erinnern kann. Weil wenn ihr da seid und habt die Operation hinter euch, seid ihr insgesamt, ich glaube, 4 Wochen auf Dauerrausch von Opium und anderen Medikamenten. Deswegen dürfte bei euch die Erinnerung dann auch relativ klein sein. Aber reden wir jetzt mal über die Sachen, die noch in meinem Kopf drin sind. Am ersten Tag, wo ich da ankam, war direkt erstmal die wunderschöne Darmentleerungsspaß-Scheiße angesagt. Also das, was eigentlich vor jeder OP ansteht. Man bekommt so ein super tolles Flüssigkeitszeug, was man sich in den wunderbaren Mund einflößt. Und man kackt, glaube ich, 2 Stunden danach seine gesamte Seele aus. Danach darf man sich dann noch ein paar Kanülen in die Arme setzen lassen. Für den nächsten Tag halt dann. Und man muss halt ein bisschen runterkommen, denkt nochmal über alles nach. Ich bin dann nochmal raus, einen Dampfen gegangen. Mit den ganzen Kanülen im Arm. Das sah sehr interessant aus. Aber halt einfach zum Runterbringen ist der eine Tag gedacht und für die ganzen Vorbereitungen für die Operation. Weil ihr müsst ja einen leeren Darm und einen leeren Magen haben, damit die Leute dann auch ordentlich damit arbeiten können, also mit eurem Körper. Zudem wurde mir dann auch am Abend vor der Operation nochmal nahegelegt, dass halt diese Operation sehr kritisch ist und dass, wenn ich aufwache, sehr wahrscheinlich sehr viel Schmerzen haben werde. Aber das hatte ich eigentlich vorher schon mit mir abgemacht, dass der Tag danach nicht unbedingt schön sein wird und die nächsten Tage auch nicht. Aber dennoch wusste ich, dass das ein guter Schritt für mich sein wird und dass ich da durchgehen muss. Dann wären wir auch am Morgen vor der OP, beziehungsweise am Morgen der OP. Das läuft dann so ab, ihr wacht auf durch das wunderschöne Geräusch einer aufgehenden Tür. Dann kommen 2 Krankenschwestern rein, die euch direkt erstmal, wenn ihr ein bisschen aufgeregt seid, beziehungsweise sehr aufgeregt seid, also so wie ich, eine Tablette verabreicht, die euch ein bisschen runterbringt. Dann habt ihr noch, glaube ich, so 1/2 Stunde, bis die Tablette vollkommen wirkt. Und dann seid ihr schon meiner Meinung nach bereit für eine OP. Ich war es auf jeden Fall. Ich bin dann nur noch darum vegetiert, bis ich halt dann da unten war. Und meine letzte lustige Erinnerung war eigentlich fast schon, dass ich dann da unten in diesem Operationsvorsaal lag und den Typen da gefragt habe, ob alles gut wäre. Und er meinte so, ja, bei mir ist alles gut, ich habe eben noch einen Kaffee getrunken, mir geht's gut.
und danach war ich weg. Also ob die Erinnerung, die jetzt in meinem Kopf drin ist, wirklich so war oder nicht so war, hatte ich leider keine Chance, den Mann nochmal irgendwie zu fragen, weil ich habe ihn beim zweiten Operationstermin leider nicht mehr gesehen. Aber es war auf jeden Fall sehr interessant und damit kommen wir jetzt auch direkt zum nächsten Punkt, und zwar mein Aufwachen nach der OP.